Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Und zwar heute, wie schon angekündigt und einmal schon verschoben, der Kampf gegen den Drachen. Tja, die Kultisten dachten ja, es wäre Andraste, aber eigentlich ist es nur ein gewöhnlicher Drache. Kolgrims Horn müssen wir dafür blasen. Und ja, da ist er auch schon. Hat uns gleich mal überrascht. Und schon ordentlich live abgezogen. Auf jeden Fall müssen wir unserem Magier etwas aus dem Gefahrenbereich bewegen. So, Alistair schnappt ihn sich hoffentlich. Das wird keine leichte Sache. Merkt man schon, Alistair wird ständig weg, ja, weggeviert, hätte ich beinahe gesagt, auf jeden Fall. Dann arbeitet er auch mit Betäuben. Das war jetzt Morrigan. Da wieder betäubt. Ja, da bin ich auf jeden Fall gezwungen, zwischendurch immer mal Pause zu drücken, weil ich keine Lust habe, hier 20 Versuche zu brauchen oder so. Also ein Kinderspiel ist es auf jeden Fall nicht. Ich meine, bei der Größe von diesem Gegner sieht man ja auch, ist es ja auch kein Wunder. Das ist nervig. Als Nahkämpfer kommst du gar nicht richtig ran an den. Na, geht er jetzt auf uns? So viel Schaden haben wir doch eigentlich noch gar nicht gemacht. Weil wir nicht zu kamen. Hilft nichts. Ich hoffe, Vin kriegt alle durchgeheilt. Zwischendurch natürlich immer noch einen Trank mal nehmen. Sicher ist sicher. Für sowas sind sie ja da. Ja, der Drache ist so groß, der passt gar nicht richtig ins Bild hier. Life ist schon gut weg von dem. Noch keiner von unseren Leuten umgekippt. Ah, der springt aber auch immer blöd hin und her. Oh, der Zappel-Philipp. Ständig umgeschmissen. Das ist hier echt ein Problem. Und wieder betäubt. Aber viel fehlt nicht mehr. Oh. Ah, ich wollte gerade sagen, aber nichts passiert. Und jetzt hat er Alistair am Wickel gehabt. Den geben wir vorsichtshalber einen Trank. Ich weiß nicht, wie Winda hinterherkommt mit ihrer Heilung. Ah, aber ich bin schon auf ihn aufgesprungen. Das heißt, die letzten Lebenszuckungen und Watsch! Das ist wohl der Finishing Move hier. In Zeitlupe. Sieht natürlich geil aus. Yeah, und wir haben ihn. Ja, wenn man den das erste Mal tötet auf seinem Account, dann gibt es ja auch einen Erfolg. Drachentöter heißt der. Ist natürlich hier nicht mein erster Kill jetzt. Insgesamt gesehen, hab das Spiel ja schon ein, zweimal oder öfter durch. So, dann gucken wir doch mal, was er denn Feines für uns hat. Eieiei. Na, Gott sei Dank sind wir vorher noch im Lager gewesen. Schöne Kriegsaxt. Zweihändig, Silberit mit zwei Slots. Krähendolch, Stufe 6. Auch sehr schön. 15% Crit. Langbogen aus Antiva. Der weite Blick. 5% Crit im Fernkampf. Also für Bogenschützen geeignet.
Dann schwere Infanteriehelm, massive Rüstung, Sturmkrallen, Handschuhe für Magier, 20% Elektrizitätsschaden, Kunari-Handschuhe, schwere Plattenhandschuhe, Plattenstiefel, Plattenrüstung, also eigentlich komplette schwere Plattenrüstung, massiv. Halsband des reinen Blutes, gut für unseren Mabari-Hündchen. Sturm der Leere, als Amulett. Großmeister Flammenrune, plus 5 Feuerschaden. Die ist natürlich echt heftig. Sehr, sehr gut. Drachenschuppen. Nehmen wir doch mal alles. Es passt alles ins Inventar. Und eine neue Quest für die Drachenschuppe. Finde eine Verwendung für die Drachenschuppe. Du hast eine Drachenschuppe gefunden. Ein meisterhafter Rüstungsschmied könnte dafür Verwendung haben. Das könnte vielleicht auch wieder Meister Wed sein. Wer weiß. Ist ja ein guter. Kann ja auch schon mit diesen, weiß ich nicht, Drachenschuppen von den kleineren Drachen irgendwas anfangen. Also da sollten wir auf jeden Fall vorbeigehen. So, Drachenkampf beendet. Würde ich sagen, können wir hier auch verschwinden. Ist heute ein ganz kurzer Part geworden, weil den Laufweg will ich jetzt hier niemanden antun. Deswegen werde ich mich hier jetzt schon mal verabschieden für alle, von allen. Und im Lager geht es dann beim nächsten Mal weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye bye.